Hallihallo, hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu unserem kleinen King of the Ring Turnier hier bei WWE 2K16, was sich jetzt doch langsam als ein riesen King of the Ring Turnier entpuppt. Und ich bin der Onkel und mein Gegner ist wie immer. Hallo. Was war denn das? Der Revanok. Was war was? Wo hast du gemacht? Ja, ich hatte gerade irgendwie einen Frosch oder so am Hals und ich dachte mir, bevor ich dann gleich so komisch rede, so, hallo, lass ich den Frosch mal eben raushoppeln. Okay. Und Revane darf wieder wählen, logischerweise. Und zwar darfst du auswählen zwischen Ken Shamrock und Brock Lesnar. Ja, Brock Lesnar, ne? Okay. Welche Seite? Rechts? Rechts, ja. Krass, ey. Alles meine guten Leute da. Ja, irgendwann müssen sie mal weg, ne? Kein Bock jetzt, Brock Lesnar zu verlieren. Mit dem war ich bis jetzt am besten. Das wird für mich ist das naja, ein anstrengendes Match. Ja, und mit dem Brock Lesnar warst du am besten. Und mit dem Randy Savage warst du am besten. Und mit dem Darren Young warst du am besten. Und mit dem Cesaro warst du am besten. Und mit dem Andrew the Chain warst du am besten. Und mit meiner Ticker nicht. So. Und du darfst auch einen aussuchen. Ken Shamrock, wenn du magst. Scheiße. Wird nicht einfach für dich. Ja, hoffentlich wird die scheißgroße Fresse doch irgendwann mal Hals stecken bleiben. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass ich dich jetzt außer platt mache, wie ich das Das Wichtigste ist ja dann eigentlich der King of the Ring. Das letzte Match ist ja das Wichtigste. Das spielen dann die anderen Matches keine Rolle mehr. Wer ist King of the Ring. Ist nun mal so. Doch, das spielt dann halt die Rolle. Klar bist du jetzt besser vielleicht, aber es geht nun mal in der Annalen ein, wer das King of the Ring gewinnt und nicht wer die meisten Matches gewonnen hat. Okay. Na, ich bin gespannt auf jeden Fall. Warum hast du jetzt eigentlich gleich losgelegt, du Arschloch? Ich hab gegriffen, hat er aber nicht. Also meiner ist wahrscheinlich stärker als deiner. Das wird sein. Der legt einfach los und macht weiter und weiter und weiter. Und er stellt mir einfach Beinchen. So was darf man nicht machen als Ken Shamrock. Oh, immer dasselbe. Meiner müsste ja langsam mal wissen, dass das ein Trick ist von dir, aber es stört ihn nicht. Ich bin ein most dangerous man, hast du gehört? Must. Oh, normalerweise kommen wir vom selben Gelände, ne? USC und so, sind beide, also Ken Shamrock auch. Ja, aber du bist halt nicht so stark wie ich. Nicht so fett, willst du sagen. Ja, oder du? Na? Ey, der ist schon durchtrainiert, der Junge. Wichskopf, Dreck, Misstrau, Hotchili! Ja. Au! Ist natürlich jetzt gut für mich, ne? Dass du dann jetzt gerade nicht mehr kontern kannst. Boah, die Lebensenergie geht aber gut weg bei dir. Ja klar. Hä, hast du noch gekontert jetzt? Was bist du denn, wie bist du denn drauf? War das schon wieder fertig. Ach scheiße. Boah. Hätte ich das mal gewusst. Dass du den Spockgriff anwendest. Hätte ich das mal gewusst. Genau. Guck mal, meiner ist schon bewusstlos. Weil du da rumzappelst. Komm, steh auf jetzt, Brock Lesnar, Mann. Boah, meine Lebensenergie, ey. Ah, schade. Och, ich hab doch gedrückt. Die Power Superplex Superbombe des Jahres war das. War bloß eine Close Line, aber okay. Aber jetzt komm. Nein! Du dreckiger Sack! So was macht kann man. Kann ich nicht. Auch, guck mal! Duplex City, jawohl. Und nochmal!
MMA war, genau, MMA war Ken Shamrock und Brock Lesnar war UFC. Okay. Ach, Kacke. Ich hab keine Konter mehr, Scheiße. Los, Finisher. Los. Oh nein, Aufgabegriff. Oh, bitte nicht, ey. Wieso denn so was Kompliziertes schon wieder, hä? Oh Gott, ey, wieso hab ich jetzt hier mit dem scheiß Aufgabegriffen da? Ich hasse die Dinger. Mein Brock Lesnar ist so fertig mit der Welt, der will gar nicht mehr aufstehen. Guck mal, du kriegst mich gar nicht hoch, so fett bin ich. Ich wollte dich nur ausrichten. Naja. Ah. Ist gar nicht immer so schlimm mit dem Ausrichten. Na. Was mache ich denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, aber es sieht lustig aus. Jawohl. Das war wieder irgendwas, was mir Kraft gekostet hat. Mhm. Okay. Leider musst du jetzt Schmerzen ertragen. Okay. Wieso konterst du denn da immer, ohne dass du einen verlierst? Das finde ich total unfair. Na eben, ich hab gar keinen verloren. Stimmt. Das ist, irgendwie ist das nicht ganz so fair. Aber so krieg ich wenigstens eine Leiter raus. Ist doch gut. Ja, aber das ist komisch. Ach, Quatsch. Will den Brock Lesnar nicht verlieren. Ach, du. Da hat das Timing auf jeden Fall raus. Oh. Kontert allen Scheiß, merkt ihr das? Ja. Merk ich sogar. Ist nicht gut. Das ist nicht gut. Best in the business. Was? Dachte, er hat gesagt, au. Das ist im Business. Ach ja, ist klar. Was hast du mit Ken Shamrock zu tun? Der macht den Brock Lesnar nieder. Ken Shamrock. Ken Shamrock macht Brock Lesnar nieder. Unfaire Konter und alles. Ja, da kann ich das auch. Ja, wenn du keinen Konter verlierst, wenn du konterst, dann hast du gesehen, dass das. Ja, weißt du, wie oft das bei dir schon passiert ist, nicht, gar dass ich das gemerkt habe? Ja, nö, keine Ahnung. Das hätte ich gewusst. Wenn er mal verliert, dann heult er nur rum. Oh, ich verliere nicht. Ich habe ja noch gar nicht verloren. Aber immer diese unfairen Sachen. Ey. Das ist schlimm. Ach, was ist. Yo, beim ist klar. Du musst halt mal früher aufstehen, um Ken Shamrock zu besiegen. Ja, das hat ja mit Ken Shamrock nichts zu tun. Doch. Das ist ja, als ob der jetzt die unfairen Konter hat. Ja. Das hat aber auch nichts mit mir zu tun. Archie, get him better. Blablabla. Mann, darf ich jetzt mal endlich? Jawohl, ey. Okay. Naja, okay. Ob der klappt, weiß ich nicht, aber wäre schön. Ja! Gott sei Dank, mal endlich mal was Gutes hier. Eins, zwei, nein! Oh, so schneller noch. Ah ja, aber du siehst, wie schnell das gehen kann, ne? Klar kann das schnell gehen. Aber ich bin da nicht hier. Nein, das ist doch was Unfaires! Ja, das ist scheiße! Er kommt schon wieder raus! Gibt's ja, nicht! Siehst du? Merkst du's? Aus jedem verkackten Ding kommt er raus, ey. Ja. Er feiert in Ruhe sein Happy Birthday da und da klatscht es. Oh, kein Beifall. Mhm. Und er kommt wieder raus und verliert keinen, oder? Hast du jetzt einen verloren? Ich glaube nicht, ne? Keine Ahnung.
Auf jeden Fall gibst du deinen Aufgabegriff, mein Freund. Super, ich habe auch gedrückt, aber es wird nicht anerkannt. Oh, guck dir mal die große Anzeige an. Geh weg. Nein, das gibt's da nicht. Ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf von dir. Von dir. Oh, ja, ich gebe nicht auf von dir. Ach komm. Das gibt's doch gar nicht, ey. Was ist denn das für einer, ey? Wir reden hier von Brock Lesnar. Guck mal, ich habe 5 Cover-Dinger und er hat nichts mehr. Und trotzdem lege ich am Boden. Brock Lesnar, den Erdboden gleich mache ich. Ja, ich merke das schon, ey. Aber jetzt darf ich endlich mal. Oh mein Gott, dass ich das noch erleben darf. Da kennst du ja gerade die Zeit, mein Gegner. War auch früher, wo sie gegeneinander gekämpft haben, Gegner. Von daher. Nein, 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 nein. Jetzt bist du dran, mein Freund. Ah. Ich glaube, so zieht Quatsch. Ich glaube, Brock Lesnar kam zur WWE, da war Ken Shamrock schon weg, glaube ich. Haben die noch gar nicht gegeneinander gekämpft? Ich weiß es gar nicht, Sure. Naja, wäre auf jeden Fall lustig gewesen, mal zu sehen. Aber jetzt beide solche Fighter sind. Ja. Das war ein Move im Cover, okay. Scheint ja schon, dass du ziemlich fit bist, ne? Nee. Ach, Sau. Jedes Mal deine komischen. Und kommt er raus, weißt du? Oh, so ein Fitzel! Nur bei mir kann ja nicht bei so einem Fitzel rauskommen. Der Onkel ist ja alt, der hat keine Reaktion. Der kommt nur raus, wenn er fit ist. Hä? Ich frage mich doch nicht so was Schweres. Ich habe gar nichts gefragt. Ach so. Kampf wieder ein. Ich kann nicht mehr wohl lachen. Das ist kein Match, das ist eine Komödie, ist das hier. Ja, weil das echt lustig ist, was wir hier so veranstalten. Du machst komische Sachen. Ich kann nicht mehr. Ich versuche die ganze Zeit meinen Finisher rauszufinden, aber ich krieg's nicht. Du brauchst bloß mal warten, bis deine Energie aufgeladen ist und dann los. Dingsen. Ach, yo, jetzt kommt er da auch noch raus. Jetzt kommt er schon aus meinen Lieblingskammern raus. Ich. Oh, okay. Oh, nett. Ah, da kommen wir zu den Suplex. Komm, werd endlich mal erwachsen, steh auf. Oh, bitte, liebe Leute, lasst uns beten. Was war das? Jetzt hat er sich kaputt gemacht. Nee, ist noch drin. Nee. Doch. Nein. Siehst du doch, dass ich F noch... Ja, ist noch drin, aber du hast den... Ja, aber warum? Ich hab nichts gedrückt. Sehr komisch. Ne? Sehr merkwürdig, aber jetzt aber. Weil du irgendwas gedrückt hast, bewegt hast oder gepondert hast. Keine das Ahnung. Kann sein, ja. Ah, oh, du Drecksack. Oh, hat mein Finisher geblockt, ey. Das ist jetzt aber echt scheiße. So, Lesnar. Komm schon, ich hab kein... Hast du ein Schwein? Hab ich ein Schweinchen gegessen zum Namenstag? Oh, du Sau. Boah, das war die Powerbomb des Jahres. Ah, er kommt wieder hoch. Nein. Sehr schön. Und ich hab ihn wieder. Und er hat nichts mehr. Ja, ja. Ah, das ist echt ein spannendes Game gerade. Naja, er findet halt Clown-Circus, wenn er nicht gewinnt. Was? Es ist ein Kampf. Ja, Move-Cover. Und los. Oh nein, er kommt raus. Scheiße. Ich will nicht, dass du rauskommst. Ja, pass mal, mein nächster Finisher macht dich kaputt, weil. Ja, naja, ich weiß. Ich komm da nicht raus und ich habe Angst. Ich habe echt Angst vor deinem Finisher. Der ist schon so gut wie gemacht, aber ich muss ihn halt bloß noch klicken können. Aber zurzeit sieht es erstmal ganz, ganz scheiße für mich aus. Ich weiß nicht, wie das gerade so aussieht, aber. Aber das ist Brock Lesnar, der macht halt immer solche Attacken, ne, liebe Freunde? Nicht was vergessen. Denn jetzt schon wieder? Nix. Warum machst du denn jetzt schon wieder? Verstehst du das so? Weil ich das schon zum vierten Mal mache.
Diese Aktion gerade hier. Was machst du denn? Und du nichts machen kannst dagegen. Normalerweise müsste der schon tot sein irgendwie. Oh, jetzt geht's wieder los. Oh, scheiße. Oh, ja, nein. Komm. Ja. Eins, zwei. Ja, oh, scheiße. Mein Herz, oh. Kommt der mit so einem Scheiß da an? Ich will dich auch nur besiegen, Revan. Das ist natürlich gut, was du jetzt gemacht hast. Was war das denn jetzt? Ich nein! Oh Mann! Fuck. Ey, das ist jetzt wirklich doch. Nein! Oh, nein! Komm, bitte. Bitte klapp. Ja. Nein! Ach, ist doch scheiße. Nein! Zack! Nein! Komm schon! Ja! Boom! Ach, das war ein Wurffinisher oder was? Komm schon! Jetzt! Ja! Ich krieg Brock Lesnar raus! Ich krieg Brock Lesnar raus! Kriegst du nicht raus! Und wenn dann heulen. Pass auf, ich höre das schon wieder heulen. Nein! Nein! Du. Nein! Jetzt hab ich! Da! Nein! Ja. Scheiße! Ja. Scheiße, komm, wach auf, ich hab noch einen Finisher. Geh weg, hau ab. Lass mich in Ruhe mit deinem Finisher. Nein! Was? Jetzt? Kommt der schon nochmal, oder was? Na klar. Sieht er den jetzt? Oh, er nervt mich. Ja, muss es doch klappen. Scheiß-Finisher. Ja, nein! Nein! Ja! Nein! Der gibt auf! So ein Drecksack. Scheiße. Ich hab Brock Lesnar raus. Ja. Ja. Egal, das letzte Match. Ja. Ja. Ich hab keine Ahnung. Ich kann hier nicht gewinnen. Das Internet ist ganz anders als bei mir. Das merkt man im Game. Diese Knöpfe zum Drücken ganz anders. Das ist echt übel. Oh Mann. Ja. Ist das geil. Ja, aber ich das. Jetzt weiß ich, wie du dich immer fühlst. Ja! Zwei scheiß Finisher geblockt. Wären die durchgegangen, dann wär's gewesen, ey. Jetzt weiß ich, wie du dich immer fühlst. Ah. Ganz gut, ja. Ah. Wahnsinn! Ich hab den Lesnar an. Boah! Das war's mit Lesnar, ja. Alter Schwede. Naja. Boah, ich hab mir gleich einen Kopfhörer abgerissen hier. Für meinen Port. Verdammt. Scheiße, ey. Den wollte ich eigentlich nicht raus haben. Ja, das glaube ich dir. Das war jetzt aber auch für mich ein Krampf, das Match, ey. Für mich war es jetzt hier ein einfaches Bauchkribbeln und hin und her gehoppelt. Jetzt mach doch endlich. Ja, aber das ist Wahnsinn, ey. Ach. Egal, weg ist er. Gut, geht weiter. Ich bin gespannt. Ja, du warst, glaube ich, dran, oder? War ich dran? Weiß ich nicht. Nee, ich war dran. Ja, meine lieben Freunde, ich hab Brock Lesnar raus. Ja, so sieht's aus, wenn der Onkel gewinnt. Und jetzt geht der Revano ganz weit runter, oder? Revano. Ja, jetzt kann ich das alles bei dem einen Mal so Revano alles zurückgeben, weißt du? Mir fehlt noch so ein der Brock Lesnar ist raus, der Revano. Ach, das tut so gut. Ja, gut, liebe Freunde. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.